sind wir wieder, Leute. Wochenende ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt das gut überstanden und wart artig zu Hause, so wie ich auch. Wie war das überhaupt mit der Partner-Challenge? Habt ihr das gemacht? Mit Kindern, Mann, Frau, Freund, Freundin? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ihr könnt das ja mal wiederholen. Diese Woche hat das Team Atlantis gedacht, wir machen mal eine 7-Tage-Challenge. Jeden Tag bekommt ihr eine Übung von uns und die müsst ihr zu Hause machen. Bin mal gespannt, wie das für euch funktioniert und ob ich das Spaß mache. Aber als allererstes vor jedem Training, macht euch immer ausreichend warm. Das heißt, ich werde mal so ein paar Übungen zeigen. Nicht Kaltstart, sofort üben, erstmal so ein bisschen sich auflockern. Ich fange mal an, so ein paar Übungen vorzumachen. Wenn ihr erstmal steht, ihr seid ja in der Wohnung, am besten vorm Spiegel. Ich trainiere am liebsten vorm Spiegel. Dann sehe ich mich immer, bin immer ganz begeistert. So, ihr nehmt mal die Fersen zum Gesäß, Hände nach oben. Und ich muss euch immer wieder sagen, es ist wirklich wahr, so ganz ohne euch zu trainieren, ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Zwar müssen wir noch durchhalten, ich bin mal gespannt, wie lange noch, aber es fehlt schon brutal. So, nehmt die Schultern mal ein bisschen kräftiger mit. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein spezifisches Aufwärmprogramm einfach vor Verletzungen schützt. Also bitte macht das jedes Mal. Schultern mitnehmen, genau. 5, gut, 4, 3, 2 und lauf mal auf der Stelle. Lasst einfach mal schön die Schultern hängen. Nur beim Sport lassen die Schultern hängen, sonst bleiben wir natürlich im Laufe der Woche schön gerade. Lauft auf den Fußballen und jetzt heben wir die Arme an. Erstmal 90 Grad. Jawohl, das macht ihr jetzt 5 und 4. Schwingen dabei und können jetzt auch mal schon die Hände über Kopf mit nach oben nehmen. Seht, ich bin immer auf den Fuß. Ballen, Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse. 5 und 4. Jeder fragt sich, was das richtige Aufwärmen, den ich mich nicht. Wir sollten auf jeden Fall immer zwischen 5 und 15 Minuten uns bewegen. Das ist ganz wichtig. Mal die Schultern, schaut mal her, die ziehe ich mal nach oben, hoch, ich laufe auf der Stelle weiter, 5, 4, 3, 2, und jetzt ziehe ich mal die Schultern zurück, jawohl, und natürlich kommt auch so ein Wannensport machen, nach der Arbeit oder morgens. Morgens braucht man natürlich länger, um sich aufzuwärmen, die aus dem Bett kommen. Das ist ein Unterschied, jawohl, und nochmal vorwärts. Den ganzen Tag schon gelaufen bin, schon einigermaßen mobilisiert, dann ist eher der Fakt, dass ich mich hier auf den Sport konzentrieren kann. Bleibt bitte auf dem linken Bein stehen, schwingt durch, gut, ihr kennt das, habe ich schon mal erklärt. Zeh auf den Boden, 3, 2, 1, super, Seiten wechseln und schwingen, jawohl, Gleichgewicht halten. Kopf 5. Gut, und jetzt strecken wir uns dabei. Von der Seite schaut her. 4, 3, klasse. 2, 1. Und jetzt können wir locker laufen. Jetzt machen wir da Koordination dabei. Rechte an, geht vor, links geht zurück. 3 mal, 2 mal, 1 mal. Wir wechseln
linke Hand vor, rechts zurück. 3, 2, 1. Sehr schön. Tief einatmen, ausatmen. Wir kommen nach unten, schwingen mal durch. Ich mache das von der Seite vor. Jawohl, haltet den Rücken stabil, Bauch angespannt und Schultern hoch. Immer wieder mit den Beinen schwingen. 2, 3, 1. Prima. Wir bleiben auf dem ganzen Fuß stehen, heben die Ferse an, gehen 10 Mal nur auf die Fußspitze hoch. 5, 4, 3, 2, 1. Hände auf den Oberschenkel legen. Wir lassen uns mal nach unten senken. Kommen wieder hoch. Strecken wir zurück. Runter, hoch, strecken und zurück noch einmal. Jawohl, jetzt versuchen wir den Boden zu berühren. Sehr gut. Und letzte Mal. Wenn ihr wollt, guckt mal. Toll. Streckt euch nach oben. Zieht euch einmal nach rechts locker und nach links locker. Bleibt auf dem Boden stehen. Aber übrigens habe ich heute immer mitgebracht, der mich diese Woche kräftig unterstützt. Einmal beim Anziehen, Standbein ist gebeugt, nach oben halten, lockern, Seite wechseln, nach oben halten, lockern, Seite wechseln. Füße stehen 90 Grad auseinander. Wir gehen 3-4 Mal langsam in die Kniebeuge, ich mache das auch seitlich vor, und noch 3 und 2. Und einmal, noch einmal nach unten dehnen, jetzt einatmen, ausatmen, 5, 6 Sekunden, 10 Sekunden halten, nach oben kommen, nach hinten durchstrecken, jawohl, noch einmal das rechte Bein anheben, linke Bein ist leicht gebeugt, halten, halten, sehr gut. Eckendehnung im Oberschenkel, einmal die Seite mal wechseln, halten, halten, sehr gut. Die Beine auseinander, wir gehen uns links, Adduktoren, Kompass gerade, jawohl, rüber, 3, klasse, 2 und einmal locker auf der Stelle, einmal das Fußgelenk bewegen, innen und außen. Wechseln, innen, außen, Handgelenke einmal bewegen, Ellbogen einmal bewegen, jawohl. Einmal Knie zusammen, nach links, nach rechts, vorsichtig, streckt die durch, geht nach unten, kommt hoch und wir laufen noch einmal ein bisschen schneller. Jetzt kommen wir so ein bisschen mal, wenn wir dabei bleiben, die Arme nach unten, lesen wir die Arme mal mit und jetzt gehen wir etwas schneller, kommen, jetzt sind wir schon warm. Und den Kreislauf hochkriegen und jetzt nochmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal. Atme tief ein und tief aus. Man kann das dehnen und das warm machen, noch ausweiten, man kann das spezifisch machen. Wir wollen aber heute für unsere erste Challenge uns vorbereiten, die jetzt losgeht. Erste Challenge: Plank, haben wir schon mal gemacht. Ich mache die mal vor. Ihr liegt im Unterleib geschützt, bleibt, Körper schiebt jetzt schön zusammen, Oberkörper ist gerade, schiebt euch mit den Armen nach hinten, mit den Füßen nach vorne, Kopf ist geradeaus. Wichtig ist, dass ihr den Bauchnabel zum Rücken hochzieht und gerade bleibt. Atmet alle Übungen ein und aus. Ellbogen ist genau unter der Schulter, Füße stehen hüftbreit auseinander. Ich schaue nicht nach oben. Schön Körper.